Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Hardware-Video. Ich werde auch mal hier erstmal wieder alles wegpacken. Und wie ihr seht, von Lumsing ist es noch aufgebaut. Da kann ich auch mal die Folien nehmen, so, die kann ich auch wieder rein. So, und hier ist ein 5-Port-USB-Charger, also zum Aufladen von USB-Produkten. Und im Gegensatz zu dem anderen, den ich mal hatte, oder den beiden anderen, die ich mal hatte, haben wir hier ein deutsches Stromkabel mit bei, oder EU, ich weiß nicht, ist ja nicht nur bei uns. Stromkabel, der extrem lang ist, wartet mal, ich zeige euch das mal, der ist wirklich extrem lang, ich kann meine Arme fast ausstrecken. Zusätzlich haben wir dann noch dieses Klettband, um es auch ein bisschen kleiner zu machen, finde ich toll. Ist sehr schön verarbeitet, sieht sehr robust aus. Ja, das ist der Kabel. So, hier auch, das wird besser rein und rausziehen können. Auch hier sieht es sehr schön verarbeitet aus. Ein sehr schöner, dicker Kabel. Ich denke mal, da wird nichts schief laufen. Und dann haben wir von Lumsing noch das Gerät an sich. Vorne steht nur Lumsing drauf. Ich hoffe, ich spreche doch richtig aus. Was mir hier ein bisschen fehlt, ist beim Output, ob wirklich alle den gleichen Output haben. Also mir fehlt das ein bisschen, weil auf der Verpackung steht, geht nicht. Muss ich doch nochmal aufmachen und die Bedienungsanleitung gucken, ob die wirklich alle das gleiche haben. Ich wage es zu bezweifeln. So. 40 Watt Power, die ständig 5 Desktop Lade kann Strom liefern, um 5 Geräte gleichzeitig zu laden. Genussanschluss machen. Also hier steht gar nicht da. Ob die jetzt alle 5 Ampere haben? 5 Volt haben oder? Finde ich jetzt ein bisschen schade. Weil manche E-Zigaretten verkraften das ja nun mal nicht. Hier steht auch nochmal 5 Volt. Also finde ich ein bisschen schade, dass das hier jetzt nicht drauf steht. Also wir haben hier jetzt komplett weiß und dann, da hätte ich mir gewünscht, dass hier vielleicht nur drauf steht, welcher von den 5 wie viel Ampere oder Volt kann. Oder wenigstens oben rauf oder an der Seite irgendwie. Okay. Wenn wir das mal unter Strom machen, gucken, ob da irgendwas leuchtet. Weil wir sind ja auch neugierig, wir wollen ja wissen, ob hier irgendwo eine LED eingebaut ist, dass wir das vielleicht sehen. So und rin. Nee. Also im Gegensatz zu meinem anderen ist hier keine LED eingebaut. So, mach ich mal so, dass ihr das vielleicht so ein bisschen besser seht. Also hier vorne seht ihr nichts leuchten, da seht ihr nichts leuchten. Gibt auch keine Geräusche von sich. Also ich werde den jetzt erstmal eine Weile testen. Ich da was genaueres sage. Der Kabel ist schon schön dick, also da kann ich nicht meckern. Ich finde aber jetzt echt schade, dass da nicht drauf steht, mit wie viel Volt Ampere die einzelnen sind. Weil wenn man eine E-Zigarette oder ein Gerät hat, was nur 1 Ampere kann oder darf anstatt 2 oder
man hat nur 0,5, was man darf. Wäre schon schön, wenn das auch noch draufstehen würde. Aber nichtsdestotrotz soll es das jetzt soweit auch gewesen sein. Ich werde das jetzt erstmal weiter testen, bevor wir da uns genauer darüber unterhalten. Ich werde mal ein paar E-Zigaretten laden und so. Und dann werde ich später mal nochmal ein Video machen. Aber die Qualität sieht so schon sehr gut aus. Also ich finde, die ist fässt sich wertig an, ist gut verarbeitet. Was mir fehlt, ist eine LED als Anzeige, ob es an ist, ob es aus ist, ob Reststrom drin ist. Und halt die Bezeichnung, welcher wie viel Volt Ampere leistet. Der Kabel ist schön lang, das finde ich toll. Der ist auch robust, finde ich auch toll. Mit diesem zusätzlich hier, dass man den ein bisschen kleiner machen kann, finde ich toll. Ja. An sich so ein schön, an sich ein schönes Gerät, bloß ein paar Informationen mehr wären echt nicht schlecht gewesen. Damit mache ich hier aber jetzt erstmal einen Cut und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ahoi, sagt euer Odin.